Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute, bin ich aus dem Zimmer, denn es gibt ja heute den Haul von meinen Geburtstagsgeschenken, weil mega viele mich gefragt haben, was ich bekommen habe. Ich hatte ja am 18.08. Geburtstag, also ich weiß nicht genau, ob ich das Video hochladen werde, aber ist jetzt schon ein bisschen her. Und ich wollte euch halt jetzt meine Geschenke zeigen. Viele haben mich, wie gesagt, gefragt, deswegen mache ich das natürlich. Ich werde jetzt einfach so ein bisschen von klein nach groß gehen. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Flashy ist auch dabei. So, dann legen wir los. Das hier ist das erste Geschenk. Also, ja, ich zeige euch natürlich jetzt, was drin ist. Und zwar ist... Flashy ist auch sehr interessant. Und zwar ist ein Hufauskratzer drin. Flashy geht das nicht so gut. Das ist halt auch diese Einhornform. Deswegen finde ich den halt richtig, richtig cool. Weil das Horn ist halt der Kratzer, also die Spitze. Und dann hier halt die Bürste. Finde ich sehr cool. Und ja, ist natürlich auch total praktisch. So, als nächstes habe ich diese Hufglocken hier bekommen. Vielleicht habt ihr mein Geschenkevideo von Weihnachten gesehen. Da habe ich auch schon sehr viele Sachen von Kingsland bekommen. Allgemein, das wird jetzt auch wieder so sein, dass sehr viele Pferdesachen dabei sein werden. Also fast nur. Und jetzt habe ich hier Kingsland Hufglocken bekommen. Finde ich richtig schön. Ganz schlicht eigentlich. Aber ich hatte so ähnliche vorher schon und die hatte ich leider zu klein damals gekauft. Und jetzt habe ich diese geschenkt bekommen und die werden passen und die finde ich auch richtig schön. Ja, ihr wisst ja, ich mag Kingsland sehr gerne und ich habe auch eine Fliegenhaube bekommen. Die finde ich auch schön. Ich mag es halt auch gerne, dass die Sachen so schlicht sind. Und ja, die ist halt auch sehr, sehr schlicht. Und die ist, glaube ich, auch sehr atmungsaktiv. Hier ist nämlich so ein schöner Stoff und auch hier, so Löcher, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, das ist sehr angenehm. Und dann halt das Logo. Ich glaube, die Größe ist auch sehr, sehr gut. Ja, sehr cool. Dann noch was sehr atmungsaktives. Und zwar dieses T-Shirt von Harry's Horse. Das finde ich auch ganz cool, weil ich glaube, das ist für den Sommer so cool, weil es halt wirklich ultra dünn ist. So wie so ein Fliegennetz. Also das ist wirklich sehr, sehr dünn. Ja, sehr angenehm für den Sommer auf jeden Fall. Weiter geht's mit den Kingsland-Sachen. Hier ist eine Stiefeltasche. Da nicht viel zu erklären halt für die Stiefel und auch sehr schlicht, aber finde ich auch sehr schön. Dann habe ich Gamaschen bekommen. Rote Gamaschen. Und die finde ich halt richtig cool, weil ich habe halt, also die sind vom BR und ich habe auch eine rote Schabracke vom BR. Deswegen passt das halt richtig, richtig gut. Das ist halt genau die richtige Farbe. Und ich finde die mega schön. Jetzt habe ich auf jeden Fall was Passendes und ja, ein schönes Outfit damit. Und es geht weiter mit den nächsten Gamaschen. Ich habe die schon einmal geöffnet, deswegen fällt gerade so auseinander. Und zwar, finde ich schon ein bisschen geöffnet. Das sind nämlich die Gamaschen von Veredos, die Piaf. Und ich finde die mega, mega schön. Die sind halt so mit diesem Verschluss hier. Ich mag diesen Verschluss allgemein mega, mega gerne. Und in Weiß halt auch cool, natürlich fürs Turnier praktisch, aber ich werde die auf jeden Fall auch so benutzen, weil ja, ich finde Weiß halt auch so sehr schön. Genau, diese Gamaschen. Jetzt kommen auch schon die größten Sachen, die sich ein bisschen doppeln, sage ich mal. Wo ich mehrere in verschiedenen Arten habe. Vielleicht könnt ihr schon ein bisschen denken, wo ich auch so eine kleine Sucht nach habe. Es kommen auch zwei normale Sachen, tatsächlich, aber die zeige ich euch dann am Ende. Aber jetzt kommen erstmal, ja, die anderen Sachen. Und zwar, wer hätte es sich nicht gedacht, natürlich eine Schabracke. Und ja, es kommen noch ein paar Schabracken, muss ich sagen. Und zwar diese hier von Escadron. Ich finde die richtig cool, weil die halt mit so einem Olivton ist. Und da habe ich auch die passenden Bandagen zu bekommen. Ja, habe ich ein richtig schönes Set zusammen, weil so eine Farbe habe ich halt auch noch gar nicht. Und da bin ich sehr gespannt, wie das bei den Pumps aussehen wird. So, jetzt geht es direkt weiter mit zwei Schabracken auf einen Schlag. Die sind nämlich aus der gleichen Kollektion. Und ich finde die richtig, richtig cool mit diesem Stoff hier. Diese hier ist halt ja so mit so ein paar Details mit diesem Stoff. Und diese ist halt komplett aus dem Stoff. Und die finde ich auch richtig cool mit diesem Pad hier oben, sag ich mal, diesem Gel ist das, glaube ich, da drin. Weiß nicht genau, was da für eine Anlage drin ist. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Und hier das Logo drauf. Wie gesagt, ein cooler Stoff. Und ich finde die Farbe auch schön. Und dazu passend auch Bandagen. So, weiter geht's. Die Schabracken sind jetzt immer noch nicht vorbei. Und zwar diese Schabracke. Ich glaube, ihr denkt euch schon, mein Gott, wie viele Schabracken hat die eigentlich. Aber ich liebe einfach Schabracken. Ich habe mir halt auch eigentlich gefühlt nur Set-Sachen gewünscht, weil ich weiß nicht, ich kann eigentlich nicht genug von bekommen. Und das ist eine schwarze Schabracke von HV Polo. Ich finde die richtig cool, weil ich finde es mega toll, wenn man so Sets hat in bunten Farben und so, alles passt. Aber ich mag es halt auch mega gerne, wenn man was Schlichtes hat, was halt zu allen passt. Ja, die finde ich mega schön. Und alle Schabracken sind auch in Dressur, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Würde auch gut hier zu den Glocken passen, diese Schabracke. Mag ich auch mega gerne. So, jetzt kommen wir wirklich zur letzten Schabracke und das ist wirklich mein Highlight. Also natürlich finde ich die alle total schön, aber das ist wirklich mein absolutes Highlight. Ich liebe diese Schabracke. Diese von Escadron, oh mein Gott, ich bin richtig verliebt, weil die ist halt weiß und ich finde weiß einfach
ultra schön. Natürlich könnte man die auch auf dem Turnier benutzen. Ist ja ein bisschen mit diesem Babyblau und so, aber könnte man trotzdem verwenden. Aber habe ich gar nicht unbedingt vor. Ich wollte die auch so verwenden, weil ich die einfach liebe. Und ja, ich finde diese babyblauen Ton auch so schön. Und sogar passend, die Bandagierunterlagen habe ich dazu bekommen. Ich mag das auch, dass hier so ein bisschen orange Details sind. Ich liebe diese Kollektion und bin mega froh, dass ich jetzt hier so ein Set habe. Bandagen habe ich in weiß ja schon. Also da, die werde ich dazu dran machen. Oder ich nehme mal die weißen Gamaschen einfach. Passt hier auch dann. Und ja, mega. Also ist echt, glaube ich, mein Highlight, weil ich liebe die einfach. Ja, das war jetzt die letzte Schabracke und auch damit das letzte fertige. Und ja, zeige ich euch jetzt mal die drei Sachen sind das. Drei Sachen sind das sogar, die nicht fertig sind tatsächlich. Zwei davon sind auch technisch Sachen. Ja, man sah das gar nicht mal. Man guckt auch schon so, man sah die Sachen nicht, die sind getarnt gewesen. Ja, zwei davon sind auch für die. Zwei davon sind auch für Videos tatsächlich. Und ja, die hole ich jetzt sofort mal. Ich mache jetzt einfach auch so ein bisschen von klein nach groß jetzt bei diesen Sachen nochmal. Und zwar ist das erste eigentlich. Ja, relativ lustig. Das ist nämlich eine Brille, die natürlich jetzt nicht für meine Augen los ist, sondern die filmt. Also ich habe jetzt gerade noch keinen Akku drauf. Ich habe die ehrlich gesagt noch nicht getestet. Aber finde ich mega witzig, alleine diese Idee. Die sieht natürlich Bombe aus. Sieht die gut. Und das ist halt ganz cool, weil hier an der Seite kommt halt die SD-Karte rein. Und ich glaube, hier ist die Kamera, weil... Ja, da sieht es halt so aus. Und hier sind halt, glaube ich, die Kameras. Ja, ich werde die dann nicht so testen. Vielleicht... Nenne ich das ja mal in einem Video ein oder so. Finde ich auf jeden Fall sehr witzig. So, dann kommt jetzt das nächste, was jetzt gerade nicht mit Technik zu tun hat, sondern auch etwas, was ich sehr gerne mag. Sie ist aus so eine Decke gerade, aber kennt ihr bestimmt auch, ich weiß nicht, ob ihr das mögt, aber ich schaue das jedenfalls jedes Jahr. Und zwar Germany's Next Topmodel. Da konnte man ja, glaube ich, erst dieses Jahr, also vielleicht war es schon mal vorher, aber ich habe es erst dieses Jahr mitbekommen, dass man sich die Bademäntel kaufen konnte. Also den haben ja die Kandidaten da immer und das fand ich halt eigentlich voll witzig. Und habe mir gedacht, da... ja, den kann man sich aber wünschen. Dass ihn bekommt, ist natürlich mega cool. Und der ist auch richtig weich. Also sehr, sehr, sehr cool. Und dann kommen wir jetzt zur letzten Sache, die ich von Moritz bekommen habe. Die kennt ihr da bestimmt schon aus dem Video. Ich hatte ja auch mein ganzes Zimmer hier voll mit diesen Styropor-Dingern. Dieses ist aber, wie man sieht, schon wieder frei. Aber da drin war ja ein super cooles Geschenk versteckt. Und zwar diese GoPro. Das ist die Hero 8. Einfach mega. Damit kann ich natürlich jetzt auch richtig coole Videos aufnehmen. Auch, als Helmkamera und so. Ich hatte ja vorher auch schon eine, aber die ist natürlich um Längen nochmal besser. Und halt auch mit diesem kleinen Stativ. Und wasserfest ist die ja sowieso schon. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Und die habe ich natürlich auch schon getestet. Habt ihr ja wahrscheinlich im Moritz-Video schon gesehen. Und ja, das waren alle Sachen. Ich bin super happy. Also ja, ist ja eigentlich auch klar. Und genau, ich werde das Video jetzt so schnell wie möglich wahrscheinlich hochladen. Deswegen habe ich jetzt noch keine Szenen, wo die Sachen an den Pferden sind, weil sonst müsste ich auch warten, bis ich die alle einmal ausgetestet habe. Ja, deswegen war es an dieser Stelle auch schon für dieses Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, mich würde das total freuen, wenn ihr in meinem Shop leasponyshop.de vorbeischaut. Und ja, Link alles in der Infobox, auch alle weiteren Links zu Instagram. Ja, alles in der Infobox, schaut da gerne mal rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!